Hallo und herzlich willkommen zurück zum Jurassic World Evolution. Jurassic Park DLC. Rufbelohnung? Ja! Schwerer Kabelzaun. Nur Ehre. Ein aufrichtiges Zeichen meiner Dankbarkeit für Ihre Leistung. Na, aber auf jeden Fall. Was Sie für den Jurassic Park geleistet haben. Geil. Wir sollten nämlich, nebenbei kam gerade ein Auftrag, einen 5-Sterne-Park bauen und wir hatten eine Bewertung von 4,9 und jetzt haben wir wieder eine Bewertung von 5. Und wir lassen Triceratops frei, der ist nämlich kaputt gegangen. Da haben wir jetzt hier 9 und wir brauchen noch einen Gallimimus, der ist nämlich auch tot. Da brauchen wir auch nochmal 9 und dann können wir die neuen Dinosaurier freilassen. So, wir haben hier schon in den Genomen rumgespielt. Auf jeden Fall. Guck mal, wir nehmen mal hier so ein Regenwald-Ding und brüten so ein Teil aus. Die anderen Beeren sind gleich fertig. Wir können mal zu den Fossilien hin, hoffe ich. Die könnte man natürlich losschicken, macht natürlich mehr Sinn. Wir haben hier 88. Und da brauchen wir nochmal. Okay. Wir sollten forschen. Die großen Säune auf. Alter, ja. Ellie Settler. Bräuchten wir vielleicht auch noch ein paar, oder? Können wir hier noch. Nee. Ich würde nicht abbrechen. Okay, man kann hier nur ein Forschungsteam dran forschen lassen. Okay. Fertig. Wir lassen aber Bäder raus, ne? Ich habe hier gerade unsere Ranger-Teams alle losfahren lassen. Das passt nebenbei bemerkt. Uff, das H, genau. Die Jeeps, jeweils 5 Aufgaben zu den Futterstationen. Das passt 100%. Wenn wir hier alle Teams losfahren lassen, sind alle Futterstationen mit einmal versorgt. Die brauchen natürlich ein bisschen, bis sie da sind, aber hey. T-Rex-Gehege. Und wir haben Achievement freischalten. Und dass wir auf unserer Dinosaurier-Tour 18 verschiedene Arten haben. So, ich würde nämlich den Zaun hier upgraden. Guck mal, jetzt können wir hier nämlich den schweren Zaun bauen. Können wir das? Ich würde Zaun gerne upgraden. Hallo? Hallo? Ersetzen an. Guck mal, jetzt bauen wir hier einen dicken Zaun. Schwerer Kabelzaun. Elektrischer Kabelzaun. Oh, ist der denn nicht mehr elektrisch? Doch, oder? Ich hoffe mal. Wir machen mal weiter mit Ersetzen, ne? Ey. Okay, das ist kein Elektrozaun mehr. Das ist ja krass. Ich hätte gedacht, das ist ein Elektrozaun. Kein Strom? Doch, hast du doch. Siehst du wohl. So, der T-Rex ist eingekerkert. So hätte ich das eigentlich echt gerne gehabt. Das war eigentlich mein Ziel gewesen. Die Maya-Saurer machen hier Party am Zaun, die wollen ihn wohl ärgern. Wir werden jetzt unseren neuen Dino freilassen. Wie gesagt, bitte neue. Sind haben wir bitte was? Ja, den Gallimimus zuerst. Da fehlt einer. Den stecken wir da wieder rein. Und jetzt sieht los. Jetzt sieht los. Wo packen wir die hin? Die machen wir hier oben mit hin, ne? Schauen wir doch mal. Oh, das wird toll. Guck mal, da kommen sie. Mal gucken. Alter, die haben auch übelst die langen Hälse. Sind die größer wie die Brachiosaurier? Das wäre ja krass. So, der Gallimimus ist da. Aufnahmemodus. Oh ja. Bin mal gespannt. Wie laufen die so? Was machen die? Sind die größer? Ja, die sind größer. Auftrag abgeschlossen. Tada!
bei euch alles klar. Aber ihr braucht Wald. Und ihr seid ultra unsozial. Aber Wald ist doch da. Seid ihr nicht ans... Müssen wir hier noch was machen, oder? Guck mal, wir machen hier so ein bisschen... Oh. Jetzt hast du Wald. Reicht nur nicht. Du sollst hier nicht nur am Futter, am Fressroch stecken, sondern du kannst auch darunter laufen zum Wasser. Und dann solltest du auch Wald haben. Aber er braucht noch eh, ne? Was mit euch? Hier ist alles klar? Ja, guck mal, Dicke. Ina geht noch, ne? Ihn können wir noch bauen, okay. Das machen wir doch. Und in dem Gehege muss auch noch was drin. Guck mal da raus. Was machst denn du hier? Willst du auch immer Tour spielen hier als Fahrzeug oder was? Okay, dann müssen wir unterbinden. Dann müssen wir hier ein Tor bauen. Ich habe den nächsten Auftrag bereits durchgesehen. Und ich sage Ihnen, da steht förmlich Ihr Name drauf. Weil ich ihn nämlich draufgeschrieben habe. Du bist ein krasser Dude. Das war jetzt sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Die Arbeit ist nicht so mein Ding. Ich bin froh, dass es da draußen andere Leute gibt, die sich um das Bauwesen kümmern. Sie zum Beispiel. Du komm mal da raus. Hallo. Okay. Rausgetrieben quasi. Dann müssen wir hier zumachen. Dann muss ich die beiden Jeeps hier mal durchfahren lassen. Dann machen wir hier einen Zaun. Dann sollten wir das Schild vielleicht auch umplatzieren, oder? Guck mal, Brachiosaurus. Denn vielleicht hier drüben hinstellen. Das machen wir mal. In der Zeit, wo die Dinger hier durchfahren. Da. Da, Brachiosaurus-Schild. Dann machen wir das halt nach da. Wobei, da am... Dahin. Und wir reißen ab das und das und das und boah, das ist halt der ganze Weg hier. Das und das. Okay, dann einmal dieses. Nein, brauchen wir gerade. So. Ich hoffe, da passt ein Tor drin, ne? So, bearbeiten. Na hier lang? Nein. Und jetzt passiert kein Tor drin, ne? Boah, ich werd weich. Das kann ich hier umbauen, wie so ein Bekloppten. Naja, was willst du machen? So, dann reißen wir das hier mal ab. Plong, plong. Ich glaube, das Tor machen wir auch mal weg. Dann können wir nämlich hier diese tolle Tour durchbauen. Ehre. Siehste, jetzt auch. So, dann können wir hier das Gehege wieder zurückbauen. Ja, manchmal ist so die Spielmechanik so. Jo. Nö. Jo. Siehste wohl. Ein Bein frei. Dann können wir hier wieder die Zäune wegmachen. Dass unsere Sinodaure hier auch schön fressen können. Und die Musik, ne? So, da brauchen wir noch eine Lampe am Tor. An dem Schild hier. So. Tada. Siehst du, jetzt kann sich hier keiner mehr drin verloben und wir haben was totet. Eins toten Dinosaurier. Warten. Wohnen. Ein Kompo, die werden uns jetzt nach und nach alle wegkrepieren, ne? Joa, na, hilft ja nicht. Okay, Transport. Dann machen wir einen neuen Kompo und dann machen wir noch so ein anderes Ding. Da. Die malen wir anders an. So. Genom verwenden und ausbrüten. Dein Genom ist so 100%. Dann spielen wir noch mal ein bisschen an deiner Lebensfähigkeit rum. Haben wir schon.
Können wir da noch mehr machen? Ja. Sollten wir vielleicht nicht machen. Ich will doch ja eine Brachiosaurus. Jetzt ist es aber was hier. Guck mal hier, der ist bei 90%. Ich wollte sagen, hä, warum hat denn der so niedrige Überlebenserwartung? Guck mal, wir machen hier Sumpfmuster und dann nehmen wir hier nochmal. Die gefällt mir sehr gut. So, und ausbrüten. Eine Million kostet der schon. Okay, dann wird der jetzt noch zusammengebaut. Wir haben schon wieder das perfekte Wetter, was es nur gibt. Okay, wir gucken mal in die Fossilien. Wir haben verkaufen. Extrahieren auf jeden Fall. Extrahieren noch nicht unbedingt, aber was willst du machen? Verkaufen. Verkaufen. Alter. Okay, dann haben wir den Raptor auch fertig. Gut, haben wir noch irgendwo was erforscht werden müsste? Außer der Gerät, was wir gerade zusammenbauen, ja. Raptor nochmal. Dann sind wir da durch, da sind überall schon Haken. Wir können theoretisch immer neu ausgraben, ne? Bis nichts mehr da ist. Ah, oh, Wetter ist schön. Was haben wir noch nicht? Den haben wir. Den möchte ich nicht. Haben wir. So was hier vielleicht noch, oder? Oder so was? Metriazanthosaurus. Oh, 100%. Da spielen wir mal ein bisschen Energien rum. Und zwar machen wir hier. Ich will den ja nicht irgendwie, dass der Sturm nähert sich. Lebenserwartung. Das hier. Kriegen wir den hier noch ein bisschen älter? Auf jeden Fall. So, dann machen wir hier mal das Null-Gen, wie sie in echt aussehen. Immer den. Und dann malen wir den zweiten. Wir machen die mal zu zweit, oder? Ich denke mal, die kommt zu zweit, gut klar. So. Eine Sturmwarnung, das ist doch... Hä, da war doch das Wetter gerade noch gut. Okay, es regnet schon wieder. Na gut. Oh oh. Struktur beschädigt, Umspannwerk. Sollten wir den vielleicht selbst in Angriff nehmen? Fahrzeug lenken. Weil ohne Strom ist echt nicht geil, ne? Mit Fleischfresser und so, das fetzt nicht. Boah, das ist so grau und neblig, man sieht hier gar nichts. Hauptsache die Leute latschen alle rum. Ich bin voll in die Lampe gefahren. Okay, hier ist das kaputte Umspannwerk. Repariert. Jo, okay, siehste, woll. Ich sehe hier nichts. Ich gehe zu den Fossilien, da ist nicht so grell. Verkaufen. Verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Verkaufen. 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 Siehste, woll. Geht gut. Da nochmal. Und hier nochmal. Jetzt haben wir noch eh frei, ne? Dann wären wir hier drüben eigentlich durch, so weit. Dann schicke ich den einfach da nochmal hin. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, das läuft durch. Okay. Was haben wir hier Schönes? Ich klicke eigentlich nur durch, damit diese Neumeldung wegkommt, ne? So, Archiv. Charaktere. Wen haben wir jetzt hier? Dr. Alan Grant. Ja, ja. Ich lese mir das jetzt nicht alle durch, ne? Okay, dann das war's. Guck mal, Wetter ist wieder. Fantastisch. Sind die Dinos fertig? Negativ. Aber es ist noch keiner... Oh, wir müssen die Hege noch fertig bauen, ne? Ja, da war noch was. Wir sollten hier vielleicht ein bisschen Wald machen. Hier so. Und vielleicht. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Sie sollen. Geht doch noch nicht, Mensch.
Landschaftsgestaltung, Wasser, da so. Und Gehege, Futter, einmal diese und einmal jene. So, und jetzt passt schon nicht mehr unsere Anzahl der Ranger. Bedeutet, wir müssen vielleicht, warte mal, wir machen mal hier eine Parkübersicht von der Karte. Okay, weiter raus. Und der Park ist fast voll, ne? Die Gehege ist sehr groß, was man hier nochmal unterteilen könnte eigentlich. Das ist riesengroß. Hier nach hinten könnte noch weitergehen. Okay. Also eigentlich geht das hier übelst ab, ne? Ein Ranger-Team wäre noch eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir hier nochmal irgendwo ins Rinn bekommen würden, in irgendeine Ecke, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vielleicht hier hinten so. Kriegen wir hier auf der Ecke ins Hin gebaut? Das wäre irgendwie ganz cool. Nö. Vielleicht hier, aber das ist auch so weit weg vom Schuss, ne? Warte mal. Der war gerade blau. Baut das dahin. So, unten wie ich. Eins Weg. Wo ist denn hier Anfang? Da. So lang und da lang und hier lang und dann da lang und hier lang und so angebunden. Okay, können wir hier noch ein paar Bäume pflanzen, weil ich möchte hier nicht so nackig haben. Gut, aber wir werden das Thema aufrüsten. Neue Team, ja. Und dann machen wir hier. So. Und Treffersicherheit. Planung, Planung, Planung. Nice. Helipetten, Dinos fertig. Ah, ja. Die sind beide fertig. Komm, die gucken wir uns an. Ich hoffe, da passen zwei. Wenn nicht, müssen wir ihn nochmal, ne? Mit dem T-Rex spielen lassen oder so. Okay, hier in der Ecke könnten vielleicht noch ein paar Bäumchen hin, sehe ich gerade. Hier so? Ah, perfekt, guck mal. Hoffentlich sind die nicht so mega aggro. Der hat eine coole Farbe. Ein Rübsen tut er auch. Manieren hat er keine. Wo ist dein Kollege? Da. Der ist leicht grünlich, oder? Ja, der ist ja geil. Guck mal hier. Voll der Jurassic Park Dino. Voll, voll hier, ne? Übelst krass. Wenn der bei der Tour mitläuft, könnten alle denken, das ist hier ein... Ne? Guck mal, der Tier voll. Der ist ja krass. Guck dich das an. So, was ist denn bei euch los? Oh. Das ist eigentlich voll der Asoziale, ne? Aber passt. Hier ist alles im grünen Bereich. Ich glaube, hier wird nie was schief laufen. Macht ihr gerade eine neue Kennenlernphase hier? Ist schon ein bisschen cool, oder? Hier? Ja? So? Sag mal. Guck dich das an. Tada. So, jetzt haben wir aber bald genug, oder? Spinosaurus, Baryonyx und ein Velociraptor. Das sind alle die Viecher, die noch gehen würden, die ich aber nicht haben will. So ist der fertig hier gleich. Wie gesagt, wir hätten noch zur Auswahl. So was haben wir natürlich auch noch nicht, ne? Den möchte ich eigentlich nicht. Den möchte ich definitiv nicht. Den will ich noch nicht. Und hier, der ist nicht groß, oder? Guck mal, der ist billig, der kann nicht groß sein.
T-Rex kostet, Alter, 2,3 Millionen. Okay, du bist fertig, ne? Dann komm. Ab zu deinen Kumpels. Da. Hey, Mamendojaurus. Erreichen Sie Gewinn pro Minute. Sollten wir vielleicht die ganzen Shops noch teurer machen? Also der Brachiosaurus sagt, yo, jetzt habe ich in die Sicht hier ein bisschen zugebaut mit Wald, ne? Ich glaube, die sind mega happy, weil die haben ja alles. Die chillen jetzt hier oben auf dem Berg rum. Guck, da kommt noch ein Kumpel. Der, Alter, hier vor der Leoparden-Dino. Der ist ja krass. Ich mag, dass man die in unterschiedlichen Mustern umbauen kann quasi. Der ist voll hübsch. Dieser Hals, ne? Ehre. Zeig mal. Mach mal hier coolen Scheiß. Chillt da unten eigentlich in am Wasser? Zwei. Okay, dann sind die nicht so einsam. Ja, dem fehlt Wald. Alter, was ist denn mit dir? Ja, gut, du machst das schon. Die haben hier Wasser zum Saufen. Nicht, komm, aber... Dir fehlt hier echt Wald? Hör mal auf. Du bist im Wald drin hier, Coin. Also, noch mehr im Wald geht ja nicht. Aber krass, wie viele Dinosaurier du gibt, ne? Übelst die Langhalsparty hier am Start. Krass. So, wir haben in der Folge zwei neue Dinosaurierarten im Park erfolgreich eingegliedert. Das Ding gefällt mir hier. Voll so Jurassic Park Muster von den Jeeps. Jo. Und so wie das aussieht, scheint der Park echt gut zu laufen. Wir sollten vielleicht mal gucken, was hier auftragstechnisch noch so abgeht. Aufträge. Neuen Auftrag anfordern. Von dieser Frau. Brüten Sie einen Protozeber, bla bla bla. Das wäre der nächste Fleischfresser, ne? Ich mach mal ablehnen. Jetzt haben wir in 2 Minuten erst den nächsten Auftrag. Aber wir haben hier nochmal Fossilien. Ja. Ich finde, das hat sich sehr gut rausgestellt, alles. Wie das so gelaufen ist, muss ich ehrlich sagen. Die werden gerade irgendwas freigeschalten oder war das nur im Speichervorgang automatisch? Wir haben hier Wasser. Okay. So, dann noch einmal nach da und einmal nach da und einmal nach. Oh, hier ist schon bald alles weg. Okay. Also, man kann ihn noch ausgraben ohne Ende, ne? Da kommt noch was bei rum. Meistens verdient man nur noch Geld, aber hey, ne? Haben ist besser als brauchen. Jeden Tag ersinnen die Dinosaurier neue Strategien und Methoden für einen Ausbruch. Ja, klar, ja damit. Ihre, dann können wir nämlich wollen, und ja, darum geht es hier, die Baryonyx ausbrüten. Einen Schritt voraus sein. Oder ausbuddeln, genau an diesem Punkt besser gesagt. Dieser Auftrag ins Spiel. Wir sind an der Reihe. Ja. Guck mal, hier stehen sie, die drei. Vollständig genommen. Krass. Und es regnet. Warum regnet es denn? Ach, naja, was willst du machen, ne? Steckst halt nicht drin. Kannst du machen. Nix, musst du gucken zu. Wenn du einen Schirm hast, bist du halt besser dran. So. Ne? Alles klar. Einen toten Dinosaurier. Zeig her, wo. Ey, man muss hier langsam aufpassen, damit man den Überblick nicht verliert, ne? Wieder ein Kompon, ne? Oder geht schnell? Komm, dann machen wir einen neuen. So, wo sind sie? Da. Wir malen den anders an. Anwenden. Und ausbrüten. Und den holen wir immer ab hier. Zack. Ehre. Okay. Ich würde vielleicht bald mal gucken, dass wir beim nächsten Mal vielleicht noch hier... Warte mal, wir können ja...
Warte mal, wo war denn das? Richtig Fossilien erforschen war das, ne? Hier, Ausgrabungs- und sowas. Gehege fehlt uns noch was. Erweiterte Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. Okay, wir müssen mehr Ellie Settler-Aufträge machen. Und hier haben wir noch den Baryonyx. Da müssen wir noch ein paar Alan Grant-Aufträge machen. Mal gucken. So, Fossilien. Wir haben hier... Oh. Alles, was wir ausgraben, ist 100% erforscht. Bedeutet, wir kriegen volle Kanne Geld. So, hier geht noch einmal. Da geht noch einmal. Hier ist dann nichts mehr weiter. Hier unten geht nochmal. Dann macht ihr da nochmal weiter. So, hier ist noch mehr. Guck mal, verkaufen, verkaufen. Wie gesagt, auf Raptoren hat gar keinen Bock, ne? So richtig überhaupt gar nicht. Aber Freunde, erreichen Sie Gewinn pro Minute. Müssen wir hier alles teurer machen? Noch teurer? Hä? Achso, der Kombo war? Ja. Komm, wir lassen dich noch raus. Du wohnst da. Ich möchte das eigentlich ja nicht noch teurer machen, aber was willst du machen, ne? Hilft dir alles nicht. Wir machen hier nochmal 8 Dollar. Jurassic Spielzeug. Wir machen überall 1 Euro mehr. Oder 1 Dollar. Da. Merkt sich das mal einer bitte? Nachspeisebuffet und so. Können wetten, wir machen das hier immer noch zu billig alles. Ist hier oben eine Verkaufsstation? Nö. Und wir können wetten, ich werde was vergessen. So, hier waren wir gerade. Aber warte mal, wir können die Dinger doch hier durchschalten, ne? Kaffee 1. Kaffee 2. Kaffee 3. Dann machen wir 14 Dollar draus. So, dann machen wir hier 12 Dollar draus. 7. Dann machen wir hier 14 draus. Dann sind wir wieder bei 1. 2, 3, 4, 5. Okay, 5 und 6 fehlen. Naja. So. Dann können wir hier hingehen. Sind wir bei 8. Sind wir bei 5. Wir machen da 6 draus. Sind wir hier bei 9. Hier machen wir 10 draus. Dann sind wir hier bei 7. Hier machen wir 8 draus. Und bei 7. Hier machen wir 8 draus. Hier sind wir schon bei... Okay, das war's. Das war ja leicht. Das ging echt schnell. So, jetzt haben wir hoffentlich mehr Gewinn pro Minute. Und die Fossilien sind schon wieder eingetroffen. So, verkaufen, 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 verkaufen. Alter, was kommt hier zusammen? Und gleich wieder in die Spur, Freunde. Wenn ihr schon so fleißig seid, dann weitermachen. Okay, hier sind wir durch. Da. Da unten nochmal und hier jetzt weiter. Okay, das ist einfach. Das ist rein das Geld verdienen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Aber Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir, dass wir hier noch vielleicht in 2 Aufträge fertig kriegen. Wie gesagt, der Baryonyx wäre eigentlich nur ganz cool. Ja. Müssen wir mal schauen. Ein Spinosaurus wäre halt auch noch ehrenhaft. Ne? Also wenn wir den noch haben, also ja, den könnten wir hier oben neben den T-Rex eigentlich hinbauen. Hier so. Hier wäre für ein Spino eigentlich perfekt. Ich glaube, das möchte ich sehr so haben. Alles klar, dann gucken wir nächstes Mal, dass wir an Spino rankommen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut. Rinnihauen.